Hallo Freunde der Nacht. Ja, wieder mal so ein kleines Schnellvideo von mir, von meinem ranzigen Basteltisch, der genauso ranzig ist, wie er immer ausschaut. Jetzt am späten Abend, das dürfte locker easy schon. Na, wie spät ist es auf der ollen Uhr? Na, seht ihr mal, 11:30. Genau die richtige Zeit, um ein Video zu drehen. Die Freundin ist außer Haus, wir haben Zeit. Und können uns mal wieder einem schönen Hobby widmen, nämlich Messer. Ich habe ja erzählt letztens von diesem schönen Army Shop, wo wir einige Sachen eingekauft haben. Und das war eigentlich eine ganz schöne Angelegenheit. Da können wir den noch mal ins Bild halten. Ja, checkt den aus, Freunde. Wer so auf etwas steht, sollte da mal vorbeischauen. Fokus, genau, Berlin. Spandau, ne? Wenn ihr Lust und Laune habt, guckt da mal vorbei. Da gab es eigentlich auch eine große Auswahl Messer, aber auch so Taschen, Holster, Magazintaschen für Airsoft vielleicht. Wer da sowas braucht, ne? Jedenfalls ging es mir um das kleine Herbertsmesser. Das fand ich wirklich interessant. Ich habe es noch nicht richtig ausgepackt. Es ist noch jungfräulich. Das werden wir jetzt uns mal gemeinsam zu Gemüte führen. Es ist noch eingeschweißt. Eine Fresse. Ja, und das sieht wirklich so hübsch aus, wie ich eigentlich dachte. So, Freunde, Mikro mal beiseite. Fokus. Das Licht ist heute ein bisschen schlecht. Wir könnten hier auch mal den einen Scheinwerfer richtig drehen. So, jetzt haben wir das richtige Licht. Hoffe ich mal. So, es ist wirklich winzig klein. Das dürfte waffengesetzkonform sein. Die Optik ist so ein bisschen metallic matt. Das scheint mir aber auf der Vorderseite. Ist das lackiert oder eloxiert? Mensch. Jedenfalls schöne Torx-Schrauben oben drauf. Karabiner zum Einhängen an der Hose oder etc. Und auf das Teil. Ui. Das darf man bestimmt mit sich führen. Guckt mal hier. Aber das ist, glaube ich, der optimale Paketöffner. Fokus. So, no. Was hier drauf? Das übliche Herberts Eisi 420. Das ist eigentlich ein sehr guter Messerstahl. Und eine Seriennummer wie immer. Oh. Liner Lock. Ist auch wie bei fast vielen Messern. Nur, dass der hier ziemlich stabil ausgeführt ist. Sieht man das? Dass der Steg, wo das Messer einrastet, ziemlich dick ist. Also die Federfunktion, sage ich jetzt mal, die man rüberdrücken muss. Oh, das, ja, stabil. Zack. Aha, hier sehe ich es schon mal. Also, wie soll ich das mal so beschreiben? Wenn man hier unten reinguckt, befindet sich da so eine kleine, wie soll man das nennen? Eine Kugel auf dem Ende der Feder. Und diese kleine Kugel rastet natürlich in ein Loch der Klinge ein. Ja, genau. Und dadurch verriegelt die Klinge so ein bisschen im geschlossenen Zustand. Zack. Aha. Einwandfrei, gefällt mir. Das Messer liegt zwischen zwei Kunststoffscheiben, das ist auch oft zu finden. Schön verschraubt mit Torx. Wie gesagt, man könnte es auch zerlegen, wenn es mal arg verdreckt und eingestaubt ist, kann man es natürlich auch komplett zerlegen und reinigen, wenn man das möchte. Also ich würde mal so sagen, das Ding gefällt mir. Ja. Geschwärzte Klinge hat so ein bisschen futuristisches Aussehen. Jetzt können wir höchstens noch mal schauen, wie scharf dieses gute Messer ist. Das unbestechliche, unparteiische Messinstrument. Oi, oi! Also das toppt sogar das polnische Referenzmesser für 3,50. Allerdings hat dieses gute Messerchen auch 18,80 € gekostet. Vom Allerfeinsten sage ich euch, schaut euch mal das an. Oh, da kann man wirklich kleinste Schnipselchen von abholen. Na? Also wenn das mal nichts ist, das Ding ist wirklich scharf. Guckt euch das mal an, das macht richtig Spaß. Zack. Also winzige Spänchen kann man damit abholen. Ich würde mal so sagen, damit kann man mal schnell mal einen Brief aufschlitzen oder ein Paket öffnen, wenn die Amazon-Bestellung eingetroffen ist. Ja, und die Optik, die hat mir echt gefallen. Interessante Klingenform da vorne. Ein schöner, scharfer Schliff. Da kann ich jetzt überhaupt nicht meckern. Also ich bin jetzt nicht
Klassik-Schnitzmesser, also ich kann jetzt nicht meckern. Schnitzmesser, also für ein Schnitzmesser hat das aber eine ungünstige Griffform. Beim Schnitzen wird doch ein bisschen Kraft aufgewendet. Das müsste man austesten. Holz bearbeiten. Apropos, schöne Grüße an Christian Feldins. Der meinte, mein Speerschaft hätte ich besser und schneller auf einer Maschine angespitzt oder geschliffen. Das ging wirklich ratzfatz mit diesem polnischen Billigschnitzmesser, dieses weiche Holz zu bearbeiten, und das so ein bisschen Wikinger-Feeling wollte man ja dabei auch haben. Das macht wirklich auch mal Spaß, ein bisschen am Holz rumzuschnitzen, besonders wenn die Klinge schön scharf ist. Also da kann ich auf das Polenmesser überhaupt nicht schimpfen, aber die Klinge toppt das Ganze nochmal. Leute, naja, ich meine, wer 20 Euro übrig hat, klare Kaufempfehlung. Das hat mich so angelächelt, dieses kleine Dingens. Also, Mann, 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 Mann. Wieder ein Messer mehr in der Sammlung. Aber ich würde mal so sagen, Freunde, das ist auch so ein bisschen minimalistisch. Es hat nicht wirklich viele Teile. Es ist relativ leicht. Also, Mensch, ich kann nicht meckern. Es geht wirklich spielend leicht auf und zu. Es rastet ein. Und wie gesagt, durch diese kleine Kugel hier unten drin schließt es auch so ein bisschen, wollte ich so sagen, so richtig gesichert zwar nicht, aber es rastet merklich ein, wenn man das einschnappt. Ich würde nur so sagen, Karabiner kann man an der Gürtelschlaufe befestigen. Und ich glaube, damit kommst du bestimmt durch eine Polizeikontrolle. Ist es als Kampfmesser nicht wirklich zu gebrauchen. Sag mal so, damit eckt ihr auch nirgendwo an. No? Feine Sache. Okay. Klare Kaufempfehlung. Grüße an den Shop. Feine Sache. Kann ich dazu weiter nichts sagen. Es wird euch nicht die Hose runterziehen vor lauter Gewicht. So ein kleines, wie sagt man das auf Neudeutsch? EDC. Everyday Carry Messer. Kann man schon dabei haben. Da wird keiner was sagen. Tschüss, Freunde.